Bin ich natürlich bei meinen Eltern hängen geblieben, ein bisschen, habe einen Apfelstrudel gegessen, Kaffee getrunken und bin natürlich wieder im Atelier von meiner Frau Mama gelandet. Sie hat schon wieder ein Kunstwerk vollbracht, natürlich wiederum passend zu einem Lied von den 16er Buben. Wenn der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert, aber das Genaue kann ich dann die Mutter erzählen. Lasst euch überraschen, natürlich. Grüß euch Gott, da bin ich wieder. Ich habe gesagt, ich möchte immer zu einem Lied was machen und habe zwei Projekte oder Objekte, sind schon fertig. Und das ist jetzt mein drittes und gehört zum Lied, wenn der Milchmann mit dem Müllkannel scheppert. Ja. Gut, war das so. Weil ich habe zwei alte Müllkannel noch daheim gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache wieder so einen modernen Milchmann, das soll der Kopf sein, der Kron, der Hals, und hängt da, hat meine Kannen da beschmückt und beklebt, und da habe ich eine verspielte Kanne gemacht und da ist eine kleine, und haben wir das, somit habe ich zwei Milchkannen und somit kann er scheppern, so wie man das vorgestellt. Ja. Wie lange hast du gearbeitet dran? Na ja, schon 3 Tage. 3 Tage habe ich schon gearbeitet, weil ja, es muss immer trocknen und es muss ja immer und wieder und also 3 Tage sind schon drauf gegangen. Statt den Zusammenräumen habe ich halt das gemacht, aber es ist eh noch kein Frühjahrsputz, das kommt erst. Jetzt stelle ich es hin, wo es hingehört, und tue es beschmücken und dann tue ich es nochmal aufnehmen. Ich bitte darum. Bitteschön.